Als dieser Junge nicht mehr zur Schule ging, sprang seine Lehrerin im richtigen Moment ein. Eine 25-jährige Frau macht Schlagzeilen, als sie der Welt beweist, dass man nie zu jung oder zu alt ist, um Leben zu verändern, als sie über ihre Lehrerrolle hinausging, als sie bemerkte, dass einer ihrer Schüler stark litt. Ihr Schüler, der noch nicht einmal 8-jährige Junge, hatte in über 10 Pflegefamilien gelebt und war auf der Suche nach den Nächsten, die ihn aufnehmen könnte. Seine Lehrerin entschied sich, dass sie seinen Schüler nicht so einfach aufgeben kann und nur für sich selbst sorge, aber ihre Entscheidung war mit einigen Hindernissen verbunden. Der kleine William ist dafür bekannt, dass das Leben grausam sein kann. Mit nur 4 Jahren hatte er bereits viele Trauma erlitten. Er zog von einem Kinderheim zum anderen und hatte nie das Gefühl, sich irgendwo zu Hause zu fühlen. In der Schule brauchte er immer zusätzliche Anleitungen und hatte eine Verhaltensspezialistin namens Maggie, die seine starken Auffälligkeiten sehen konnte. Maggie verbrachte 3 Stunden am Tag damit, sich auf ihn zu konzentrieren und stellte fest, dass er sehr isoliert war, weil er keine Bewältigungsfähigkeiten kannte. Zu der Zeit, als Maggie anfing, mit William als seine Verhaltensspezialistin zu arbeiten, war er noch ein Kindergartenkind mit so viel Leben vor sich. Obwohl er mehr erlebt hatte als jeder andere Junge in seinem Alter, war Maggie von der Tatsache erschrocken, in wie vielen verschiedenen Pflegefamilien William mit nur 4 Jahren gelebt hatte. Maggie erzählte ihre Geschichte auf TikTok und es schien sich viele dafür zu interessieren, doch sie hätte nie gedacht, was für einen starken Einfluss sie auf sein Leben haben würde. Maggie erklärte, dass sich sowohl ihre als auch Williams Reise komplett veränderten, als er aufhörte, eines Tages nicht mehr zur Schule zu gehen. Eines Tages erschien er nicht mehr zur Schule und er hatte vorher noch nie gefehlt. Ich traf seine Sachbearbeiterin, die im Flur seine Sachen zusammensuchte. Sie sagte mir, sie suchte ein Zuhause für William. Ohne zu zögern, stellte sich Maggie der Sozialarbeiterin vor und fragte dann, was sie tun müsste, um das ewige Zuhause von William zu werden. Aber Maggie war erst Anfang 20, als sie die Entscheidung traf, ihren Schüler adoptieren zu wollen. Ihre Freunde und Familie warnten sie und sagten ihr, dass sie noch zu jung sei. Sie sagten ihr, dass niemand sie so kennenlernen wollen würde und sie warten sollte, bis sie verheiratet sei. Maggie dachte, sie sei verrückt. Sie nahm die Kritik an und folgte ihrer Berufung. Sie wusste, dass das Gute alle Risiken ausgleichen würde und dass zumindest sie und der kleine Junge füreinander da sein würden. Maggies starke Haltung kam von ihrem Verständnis dafür, wie dringend William ein sicheres Zuhause brauchte und wie wichtig es für ihn war, eines zu finden. Sie fragte sich, warum sie es nicht einfach tun konnte, aber alles, was es brauchte, um ihn zu retten, war, dass es zumindest jemand versucht. Dann hat Maggie den Prozess, den sie ein ganzes Jahr geplant hat, nicht direkt überstürzt, bevor sie es an dem Tag, an dem sie ihn schließlich adoptiert hat, offiziell gemacht hat. Jetzt ist er adoptiert, geliebt und auserwählt. Wir lernen jeden Tag zusammen. Was Maggie dank ihrer Arbeit besonders verstand, war die schädliche Wirkung eines Traumas auf das Gehirn eines Kindes und ein lebenslanger Heilungsprozess für den, der es brauchte. Um zu verstehen, wie das System funktionierte und dass es nicht immer zugunsten ihres Lebens war, lernte Maggie schnell, weil William sie oft auf harte Proben stellte, worüber sich Maggie jedoch vorher bewusst gewesen war. Maggie sagt, dass nicht jeder dazu in der Lage ist, Pflegekinder aufzunehmen und dass es viel Mühe erfordert, damit es tatsächlich funktioniert. In einem ihrer Videos erklärte sie: Erziehung ist so schwer, aber es lohnt sich. Sie beschreibt viele der glücklichen Erinnerungen, die sie und William gemeinsam erlebten. Was die Belohnung der ganzen Arbeit ist, ist ein Lächeln, sagte sie. Obwohl sie selbst noch so jung ist, hat sie sich schließlich daran gewöhnt. Es ist manchmal schwer zu sagen, oh mein Gott, ich bin Mutter, aber ich bin so dankbar für das, was ich bekommen habe und dafür, wie ich Mutter geworden bin, sagt sie. Es war nicht leicht für William, alle seine Trauma zu vergessen und einfach weiterzumachen. Es brauchte Zeit für ihn zu glauben, dass er tatsächlich endlich sicher war und dass er nicht wieder in ein anderes Zuhause gehen musste. Weil er viele Male verletzt worden war, hatte er viel Angst und wurde misstrauischer, dass er in Sekunden alles verlieren könnte, aber Maggie bewies ihm dieses Mal das komplette Gegenteil. Tag für Tag arbeiteten die beiden an ihren Fähigkeiten, die über das Klassenzimmer hinausgingen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo William eine Lebensveränderung benötigt. Deshalb ist es wichtig, dass er ein dauerhaftes Zuhause hat, damit endlich sein Heilungsprozess beginnen kann, um wieder ein fröhliches Kind zu sein, sagte Maggie. Maggie und William haben es genossen, neue Erinnerungen und Traditionen zu schaffen. Ja, was hältst du von dieser Geschichte? Schreib mir deine Meinung dazu doch gerne mal in die Kommentare. Und um keines meiner Videos mehr zu verpassen, aktiviere doch gerne die Glocke und schau dir auch gerne meine anderen Videos an. Bis dann, bis zum nächsten Mal.